Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es eine Pasta Fettuccine, also auch eine frische Pasta, nicht getrocknet, mit Wintergemüsen. Das heißt also Winter in dem Bereich. Was gibt es dazu? Also, wir haben einmal natürlich die Karotte, Steckrübe. Wenn keiner weiß, was Steckrübe ist, das sind Steckrüben. Ganz fantastisch. Früher arme Leute essen, heute wieder aktuell. Dazu Staudensellerie, auch das ist spannend. Immer dran denken. Wenn man Staudensellerie hat, wie Staudensellerie, da müssen die Fäden gezogen werden, weil es so eine Faser hat. Dann fasst man hier an und zieht so die Faser heraus. Ja? Das heißt, diese Faser, da kann ich Gemüsefond noch von machen und hier mache ich mein Gemüse von. Okay, soweit so klar. Dann etwas Paprika, weil ich ein bisschen farbrichter haben wollte. Den habe ich geschält. Geschälter Paprika hat den Vorteil, dass man nicht diesen Fahrstuhlgefühl hat. Nicht daran einfach, dass man aufstoßen muss, sage ich immer. Weil die Schale schwer verdaulich ist. Rote Zwiebel, um auch da Farbakzente zu geben. Knoblauch, ein wenig zerschnittene Kapern, Äpfel, Butter als Geschmack. Parmesan, auch ganz wichtig. Auch ein sehr, sehr starker Geschmacksträger. Ich muss mir mal eine Sparschale holen. Ja, Pasta kocht. Wir fangen aber erstmal an, unser Gemüse zu machen. Denn die Pasta werden wir direkt dann dazugeben. Wasser kocht, ist wichtig. Da kommt erstmal das Olivenöl zu und ein wenig Butter. Butter ist Geschmacksträger. Und dann schwitzen wir unser Gemüse dazu an. Aber erstmal das Knoblauch. Und zwar ist wichtig beim Gemüse, was braucht am längsten. Und was am längsten von dem Gemüse braucht, ist ganz eindeutig die Steckrübe, die sehr fest in der Struktur ist, und die Karotte. Das heißt, die schwitze ich als erstes dran und nehme das Gemüse dann nach und nach dazu, damit es alles auf dem Punkt ist. Das ist ganz entscheidend. Also, erstmal das Karottchen. Knoblauch und Karotte, auch spannend, ne? Und hier bei die Steckrübe. Man könnte das auch gleich alles reintun, da muss man das Gemüse feiner schneiden. Das heißt also, dann ist die Karotte, sage ich mal, ein Viertel zu klein, in Streifen geschnitten, den Steckrübel klein geschnitten, dann kann man alles zusammen reintun, damit also den Garprozess auch alles gleichmäßig gar ist. Ganz wichtig, durch den Garprozess. Gut. Hier machen wir gleich mal ein bisschen Salz ran. Und ein bisschen Pfeffer. Und kleinen Tropfen, finde ich ganz gut, Zitronenöl, wenn Sie sowas haben, und Zitronenspritzer können Sie ranmachen oder Grapefruitspritzer wie hier. Eine kleine Prise Muskat, ist im Winter ganz gut. Und jetzt kann jetzt schon eigentlich der Staudensellerie dazu. Jetzt mache ich noch ein bisschen Rosmarin dazu. Wächst ja auch bei uns im Winter. Das heißt, in einfachen Wärmen wie vielen. Ansonsten können Sie auch getrockneten Rosmarin nehmen. Aber bitte kein Pulver, sondern ruhig irgendwo, damit man das auch schmeckt. Viele sagen, Rosmarin mag ich nicht, wegen dem Tannennadelgeschmack. Oder ich weiß nicht, ob die Leute auch eine Tanne beißen. Aber ich finde, Rosmarin hat die ätherischen Öle, sind eigentlich herrlich. Entfalten sich sehr schön. Hier habe ich noch ein bisschen Oregano dazu. Passt eigentlich auch. Oh, es duftet auch. Toll. So, jetzt kommt mein Zwiebchen dazu, Zwiebel und unser Paprika. Sieht toll aus, oder? So richtig farbenfroh, das macht Spaß. Jetzt kommt etwas Gemüsebrühe dazu. Und das Ganze wird jetzt ein bisschen eingekocht. Nebenbei machen wir so Pasta. Die wird gekocht. So, und jetzt kommt was Entscheidendes. Hier oben drüber sieht man, bildet sich so ein Schaumfilm. Das sind aber auch Geschmack. Man glaubt es nicht, dass auch eine Pasta Geschmack hat.
Und das schöpfen wir ab und geben es nach und nach in die Gemüse, in die Gemüsegeschichte rein. Jetzt können wir mal umordnen, dann ist hier die Hitze höher. Bei Pasta reicht das nicht. Da haben wir einen schnelleren Angriff. Das heißt also, hier haben wir sowieso Oregano, nehmen wir mit rüber. Den Schaum, den wir hier haben, den schöpfen wir jetzt ab beim Kochen. Damit haben wir auch eine Harmonie gleich mit der Pasta in Verbindung mit unserem Gemüse. Upsa, das wollte ich nicht. So, jetzt lassen wir das Ganze mal richtig schön kochen. So, jetzt sehen Sie, es bildet sich oben dieser Schaum, diese Schaumkrone. Ja, jetzt, oh, da freut sich ein Koch. Zack. Zack. Gibt auch ein bisschen Bindung gleich. Ist ja natürlich Mehl. Ah. Sehr schön. Gut, und dann sehen wir uns in 3 Minuten. Ja, das Schäumchen. Yalla Hitti. So, Gemüse ist auch soweit gar. Pasta auch. Na bitte. Jetzt geht das ratzfatz. Jetzt kommen noch die Kapernäpfel dazu. Und ich habe hier noch was Spezielles. Ein bisschen runter reduzieren. Karottengrün. Von der Karotte, das Grün, arbeiten wir mit ein. Nachher ganz entscheidend. So, jetzt mache ich noch ein bisschen Butter. Bisschen, genau, haben Sie gesehen? Bisschen Butter. Zwar binde ich mit Butter jetzt die Soße. Nicht mit irgendwelcher Kartoffelstärke. Die haben wir schon so ein bisschen Kartoffeln drin, also Mehl drin, aber von der Panna Pasta. Aber das ist jetzt genau richtig. Genau richtig. So, einmal kurz die Pasta durch. Und rein da. Jetzt nehmt die Pasta auch den Geschmack mit auf. Und das ist entscheidend. Also nicht nur einfach nur drüber getan, sondern wir garen das praktisch nochmal nach. Und bei der Hitze ist es eben, dass die Pasta dadurch einen richtigen Geschmack bekommt. Sehen Sie, wie jetzt auch diese Flüssigkeit dicker wird? Genauso ist es. So gehört sich das. Ja. Da gehört natürlich selbstverständlich Parmesan zu. Und was haben wir für ihn versprochen? Karottengrün. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meinem Fettuccine und dazu winterliche Gemüse.